Ursprünge gehen zurück auf das 13. Jahrhundert. Seit dieser Zeit hat sich das Areal entwickelt und wurde etwa Mitte des 16. Jahrhunderts als Kaisersitz auserkoren und war dann in der Entwicklung immer Teil der staatlichen Führung, des staatlichen Geschehens und das auch immer mit europäischer Dimension. Also wir können etwa sagen, dass die Periode die letzten 700 Jahre etwa angedauert hat. Durch diese Entwicklung, die europäische Entwicklung, die es auch geprägt hat, waren viele Habsburger, die an entscheidenden Perioden gesteuert haben. Das war Maximilian in einem Umbruch, in einer Technologisierung. Das war Maria Theresia durch viele Entwicklungen im Bildungssystem bzw. auch in der Bürokratie, in der Verwaltung. Das war natürlich auch in späterer Folge Kaiser Franz Josef in einer Ära, in der sich sehr viel verändert hat. Die Habsburger hatten in ihrer Ära sehr viele Bereiche, die, wenn wir es nach der heutigen Zuordnung es betrachten, einen großen Teil Europas regiert. Es haben dazugehört Teile Tschechiens, Teile Ungarns, Teile der Balkanstaaten. Wir reden auch über Teile von Schweiz, Frankreich. Also das Regieren eines solchen großen Reiches hat natürlich bedeutet, dass viele Nationen, Kulturen unter ein Dach zu bringen waren. Das Areal wurde geprägt, auch durch die Sammelleidenschaft der Habsburger. So sind entstanden und beherbergt auch heute noch Museen. Es beherbergt andere Institutionen kultureller Natur. Es beherbergt oberste staatliche Organe, so in der Anbindung an die Herrschaftsfunktion dieses Hauses. Der Wiener Kongress, der hier stattgefunden hat, wo sozusagen die Neuordnung Europas stattgefunden hat. Zwei wesentliche Orte waren die Winterreitschule und Ballhausplatz, das heutige Bundeskanzleramt, der Kongresssaal. Wir haben natürlich Dinge, die europaweit auch Geltung haben. Es ist die Schatzkammer, es sind die Sissi-Apartments, es ist das Kunsthistorische Museum, es ist das Technische Museum, es ist die Albertina, es ist die Nationalbibliothek. Also Sie hören, wir haben sehr viele Juwelen, die es sich auszahlen würde, zu besuchen. Wir haben in der Architektur, in den Institutionen wesentliche Beispiele, wie die Entwicklung durch friedliche Aspekte mehr gefördert wurde als durch kriegerische Auseinandersetzungen.